Hey liebe Leute, ich bin der L hier bei Dark Souls im Schlepptau, immer noch der Laszlo. Hi. Und ja, wir haben im letzten Part den Butcher so ein bisschen geärgert. Wir haben im letzten Part die große Glut geholt und die werde ich jetzt mal hier nett unserem André geben. Juhu! Ja. Und heute wird so ein bisschen, ja, eine Mischung zwischen Farm-Part werden und nochmal ein bisschen was abgeben im Asylum. Aber erstmal will ich mal gucken, ob ich schon Schlachtermesser bräuchte. Ich eine große Scherbe, die ich nicht habe. Super. Läuft ja. Es läuft. Läuft ja wieder. Ansonsten. Nee, müssen wir einfach bei der Ausrüstung bleiben, die ich gerade habe. Okay, ich habe gedacht, da kann ich ein bisschen mehr reisen. Den Sack will ich nachher nur loswerden. Deswegen gehe ich ins Asylum. Nein, ich werde auch einmal versuchen, mich dem Asyldämon zu stellen. Ich hab mich von ihm bestellt. Ja, du bist ja auch 20 Level über mir. Und meine Bewaffnung, meine Ausrüstung ist ein bisschen anders. Ja. Wir haben von gegen also, Ornstein und Smaug die Hände gezittert. Ich kann mich jetzt mit einem Bierchen zurücklehnen. und einen Alaric zu gucken, ob der so geil ist wie ich. Guck mal, ich brauche selbst mit der Waffe noch zwei Schläge bei den Hanseln. Das ist ein bisschen doof. Das ist wirklich ein bisschen doof. Aber das könnte tatsächlich also, ein Level up werden, wenn ich da bin, wo ich hin will. Naja, aber du schlägst ja schnell zu. Das ist der einzige Vorteil. Also die Waffe ist wirklich für die Größe und das Gewicht echt schnell. Leicht zu handeln. Allerdings für ein... Mist. Ja, komm erstmal du her. Na komm. Mitten her. So, jetzt visiere ich dich. Also hat sich nur... Nochmal an. Die Qualität von der Übertragung geändert. Deswegen war ich gerade ein bisschen erschrocken. Schade, die war für uns besser. Ach, mir gefällt dein Schwert. Das habe ich sehr, sehr lange getragen. Und da habe ich auch was vor mit. Das wird nicht so bleiben. Also erstmal werde ich schon auf 10 pushen, aber das wird dann... Das kriegt dann noch einen Effekt drauf, auch wenn ich mich dann erstmal ärgere, dass der Grundschaden dann weniger wird. Wir machen aber ich muss ja sagen, wenn ich jetzt mal so unsere Let's Plays miteinander vergleiche und auch mit dem Vergleich, was ich jetzt insgesamt mit Dark Souls Erfahrung habe, ist es gar nicht so schwer. Es ist halt, man muss eine gewisse Überwindung, eine gewisse Frustresistenz muss man schon haben, also ist es nicht. Ich hätte bei Quäler letzten Parts auch kotzen können, aber richtig, was will ich denn hier? Das ist totaler Quatsch, was ich jetzt hier treibt. Ich wollte euch den Farmspot hier zeigen. Ich meine, ihr habt es ja schon gemerkt, bei mir an dem, an Ornstein und Smaug, da bin ich ja dreimal gestorben, einmal weil er so lange nicht mehr dabei war. Bin ich übelst aufgeregt, dann bin ich nochmal ruhig reingegangen, dann ging das wie geschmiert vorn. So er hat sogar überlebt. Das ist eine blöde Zauber. Aber ach, genug mit Ornstein und Smaug, hier geht's kommt um Alaric, dazu. Der war auf uns bei mir nicht da. Ihr seht, ich mache so gut wie gar keinen Schaden bei den Pennern. Mist. Ich kann gerade leider nicht zum Spielgeschehen sagen. Ah, tot. Warst du bei dem Leuchtfeuer? Ja, bei André halt. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich bei dem jetzt war. Ich glaube nicht. Doch, war ich. Doch, warst du? Ich habe es, wie gesagt, verpixelt. Ich sehe so schon nicht viel. Ich versuche mal tatsächlich das Astora-Schwert bei den Jungs. Weil ich habe jetzt mit dem Flascherball so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Und dann kann ich tatsächlich auch auf meinen Elite-Ritterhelm zurückgreifen. Hab dann vielleicht doch aber ein bisschen. Aber du kannst mehr doch Schutz. Notfalls noch auf die schwarze helle Barde um. Die ich überhaupt nicht kannst. Tragen kann. Achso, du kannst ja gar nicht mir, tragen. Weil mir Stärke und Geschick fehlt. Ah. Also ich kann die nicht mal zweihändig tragen. Oh ja, müssen auch wieder beide angescheißert kommen. Ja, das hat sie vergessen. Okay,
Beim aber ich Backstep gerade mal. Beim Backstep gerade mal ein Drittel. Und schon wieder tot. Sehr schön, macht aber echt Spaß. Mich auch, kotzt mich jetzt ehrlich gesagt ein bisschen an, dass der Ritter gleich am Anfang mit dabei ist. Ich gar nichts machen kann. Der Ritter kommt angerannt, der blöde Zauberer gleich hinterher. Macht echt Gaudi gerade. Ja, du kannst ja versuchen, den Ritter alleine rauszulocken. Ich weiß gar nicht, wie es bei uns bei mir war. Der blöde Zauberer kommt doch immer gleich angescheißelt. Jetzt kommt er gerade mal momentan nicht. Sehr gut. Ich kann, wie gesagt, vom Spiel geschehen. Es ist hat er mich auch noch getreten, der Babsack. Die Backsteps wollen auch nicht. Jetzt. Bamsen, das habe ich noch gerade gesehen. Ich sehe. Oh, verdammt. So. Oh Gott, ich mache mal echt viel zu wenig Schaden. Das ist eigentlich ganz okay. Jetzt hast du. Der muss mit einem Backstep eigentlich fertig sein. Denn dann macht es hier Spaß zu farmen. Vor allem für das Gedöns macht der, machen wir echt. Ohne Witz. Ich krieg den Zauber nicht in Lock. Jetzt. Ich brauche bei dem Zauberer 10 normale Schläge. Kann er wohl nicht sein. Versuch so mal mit dem Drachenschwert. Das werde ich wirklich mal versuchen. Aber erstmal will ich. Ja, der kann. Ob das so zwei Schläge. Ey, ich brauche jetzt ohne Witz bei dem Zauberer, der eigentlich so von der Konstitution der Schwächste hier von denen ist, die hier rumlaufen. Brauche ich noch so viel. Okay. Ah, Rolle geht auch noch. Ist nicht einfach. So, da hab ich irgendwo. Das Schlimmste ist, ich sehe den Dieb nicht. Da. Ich mache mit dem Drachenschwert auch keinen Schaden. Echt nicht? Nee. Und ich versteh's nicht. Ah, es kontert mich nur aus. Ja, warte schon. Das ist ja eh gleich. Denk ich mal. Okay. Gut. Kannst du aber nicht sehen. Okay, jetzt kommt der Kleriker. Na komm. Der Akleriker. Ah, egal, auch später. So. Ah, jetzt ist die Verbindung ein bisschen besser. Der Kleriker. Sonne! Den hast du jetzt fertig gemacht. Den hat jetzt wirklich ganz gut geschafft. Jetzt kommt noch der Bandit. Aber das hast du einfach mir doch lieber. Na komm. Muss ja zugeben, ich will mir eigentlich bloß schnell die Steinrüstung holen. Ich kann mir vorstellen. Au. Mist, verdammte Axt. Und er hat sogar eine Axt. Okay, ja. Die Backsteps wollen auch nicht. Kann sich dann höchstens mal versuchen zu heilen. Ich habe keine Zeit bei dem zu heilen. Der ist zu schnell. Wir leben hatten der noch. Ah, zwei, drei Treffer kann ja schon noch ab. Mist.
Ich finde den Bandit eigentlich mit am einfachsten. Der ist aber zu schnell, als dass du das zwischendurch heilen kannst bei dem. Das ist sowieso das Problem. Oh Gott. Na, du hast ihn geschafft. Ja. Jetzt lasse ich die Katze mal links liegen. Weil die interessiert mich jetzt gerade null. Will wirklich schnell die Steinrüstung. Ja, wenn du formen willst, ist die eh uninteressant. Ja, also ich will ja sowieso, das will ich euch nicht antun, hier die ganze Zeit mir hier beim Farmen zuzugucken. Ich wollte das bloß einmal zeigen, dass man eigentlich ganz gut Seelen verdienen kann. Da rennt auch noch ein Bogenschütz. Bogenschütze rum. Der hat wirklich einen sehr, sehr geilen Bogen. Hast du schon gegen den gekämpft? Nein, habe ich nicht. Ich habe gesagt, der rennt da noch rum. Wenn ich gegen den gekämpft hätte, würde der den aus Prinzip nicht mehr rumrennen. Och nö. So. Ist schon schlimm genug, uns beiden zuzuschauen. Ich will aber tatsächlich nicht in den Wald gehen, mit dem Bogenschützen kämpfen zu müssen. Und du weißt ja, dass die Bäume hier noch ein bisschen mehr abkönnen. Das will ich jetzt nicht riskieren. Ich wollte wirklich bloß schnell die Steinrüstung holen. Und jetzt raus hier wieder. Jetzt gehen wir nämlich ganz fix. Richtung Asylum. Weil ich der festen Überzeugung bin, ich mach dem blöden Dämon gar nichts. Astora, glaubst du nicht, dass du ihn schaffen würdest? Ne, ich mach einfach zu wenig Schaden. Das ist ein bisschen das Problem. Guck doch mal, ich brauch bei den Bäumen 3 Schläge. Ja, allerdings auch nicht mit einem so guten Schwert. Wie gesagt, ich bin für den, obwohl doch, eigentlich ist es gut. Es ist ein verdammt gutes Schwert. Aber selbst wie gesagt, mit dem Schlachtermesser. Was hast du eigentlich deine Skills gesetzt auf deine Seelen erstmal? Toll. Können wir dann gleich machen, wenn wir am Feuer sind, dann siehst du es ja. Ich wollte hier noch durchrennen, damit ich die paar Seelen noch kriege, aber das wird eh nicht ganz reichen. Ich habe gedacht, wenn ich hier durchrenne, kriege ich nochmal kompletten Level zusammen, aber die geben ja nur 100. Egal. Hm. Nicht so schlimm. So, dann gehen wir kurz zu André. Wie ist eigentlich die Übertragung, passt? Jetzt ist es ganz gut. Vorhin war es total Mist, jetzt ist es sehr gut. Naja, gut, jetzt ist es ein bisschen verschwommen. Man darf nicht drüber sprechen. Wie gesagt, die helle Bade kann ich noch komplett vergessen. Der Witz ist, ich bin eigentlich gar nicht so schwach. Wenn ich jetzt da gehe. Mal sehen. Stärke 26. Ich kann es nicht erkennen. Stärke 26, besser als ich. Ja. Und ich mache 0 Schaden. Das ist so zum Kotzen. Ist ja das, was mich so aufregt. Da fehlt es mir auch. Definitiv. Vitalität ist ein Witz. Das Einzige, wenn ich das sehe, würde ich sagen Vitalität. Ich brauche aber tatsächlich noch Stärke oder und Beweglichkeit für die Waffe, die ich vorhabe. Ah, okay, gut. Was ich mal zeigen könnte, ich habe eine Waffe, die kann ich noch führen. Die macht aber wahrscheinlich nicht so viel Spaß zum Spielen. Das ist die Riesenkeule. Die macht Blutungsschaden. Was? oder Giftschaden, weiß ich jetzt gerade nicht. Aber das ist halt auch Schluss mit Rollen, ne? Mit Schnellrollen. Ah, es geht eigentlich noch, es ist ein Mitroll. Ganz gespannt. Also reinhauen tut sie wie Hulle. Ich kann es nicht sehen. 177 Schaden. Grundschaden. Wie viel Schaden? Blutung ist noch, oder Gift oder was die hat, ist noch gar nicht mit reingerechnet. Und ist es, ich kann sie schon richtig nehmen, oder? Die läuft richtig, sonst würde ich ja kaum Schaden machen. So, was hast du jetzt nochmal genau vor? Ich wollte das nochmal schnell ins Asylum und den Sack eintauschen. Wir haben die Kopfbedeckung von dem Butcher. Und ja. Die wollte ich bei der Krähe eintauschen.
Verdammt! Das war mal so richtig scheiße gelaufen jetzt hier. Naja, also zum Glück noch. Ja doch, ich darf jetzt durch die Skelette durch. Ach stimmt. Willst du dann nicht deinen als Thoras-Schwert nehmen? Ich kill die nicht. Das bringt nix. Wäre einfach bloß durch. Okay. Töten werde ich auf keinen Fall, weil bringt nichts. Die bringen nur 50 Seelen, außer die großen. Ah, und das wäre mir einfach. Das wäre mir ein bisschen zu riskant. Sind sie weg? Keine Ahnung. Schnell zum Fahrstuhl. Ah, mit der könnt ihr ja. Zum Glück gehen die ja nicht auf die NPCs los. Naja, mit der muss ich auch noch quatschen. Die war denn da, wo ich aus Schandstadt wieder kam? Mhm. Na, diesmal schaffst du es. Schön. Das ist ja eigentlich auch, weißt du, das habe ich schon so oft gemacht. Aber trotzdem passiert es immer wieder, dass ich runterglitsche. Ich hänge immer noch ein bisschen dran. Ich brauche tatsächlich so ein bisschen das langsame Agieren von der Xbox. Also die Steuerung ist tatsächlich auf der Xbox ein bisschen träger. Ich bin aber so dran gewöhnt. Das brauchen wir ja nicht, das können wir wegdrücken. Das haben wir ja schon mal gesehen bei mir. Finde ich aber interessant, dass es an der Xbox Träger zu steuern ist. Würde ich jetzt sagen, also hier ist es manchmal ein bisschen zu genau. Eigentlich sind die Jungs in One-Hits. Das ist ja traurig, wenn nicht. Bam. 269 Boah. Schaden mit dem zweiten Schlag. Das ist schon geil, aber... Ja, den blöden Dämon kann ich halt nicht backstabben, ne? Ja, aber cool. So, Kannst du eine Petition einreichen? Nein, ich will keine Winke-Winke machen oder sowas. Vielleicht am Ende des Sports. Oh, ich habe noch eine Feuerhüter-Selona dabei. Ach, ich habe nichts, wo ich die einsetzen kann. Super. Da. Hier ist der Sack. Mal aber auch müssen. Ich weiß das auch größtenteils nur aus dem Internet. Also bei ein paar Sachen habe ich dann rausgekriegt im Internet, wie das geht, und bei ein paar habe ich es halt selber ausprobiert. Ich glaube, dass die Dämonenkeule. Ja. Den ich schon habe und nie nutzen werden können, weil 50er Stärke. Nee. Krieg ich, glaube ich, nicht zusammen. Das ist schade. So. Also, ich würde erstmal zum Leuchtfeuer gehen, wenn du versuchen willst. Wieso? Ich habe da sowieso 9er habe ich schon dabei. Und wenn, dann krieg ich sowieso für Fresse. Ja, aber dann musst du nicht von. Dann musst du allerdings. Ah, fuck! Ach, Mist, verdammt. Ich wollte ihn nicht locken, verdammte Axt. Ah, ich kann kaum was sehen. Ich habe auch noch kaum Schaden gemacht, also irgendwie so 50 oder sowas. 61 ist es noch, das kann ich sehen. Mann, ey, ich komme nicht mal zum Aufstehen. Das war's. Okay, Thema ist durch. Ich habe mich wenigstens nicht hingesetzt, also ich bin dann gleich wieder bei André oben. Das Thema ist. Ach, du wolltest einfach noch. Du wolltest einfach noch mal probieren. Ja. Aber das war mir fast klar. Ich mach null Schaden. Und wenn ich überlege, was du schon für Schaden gemacht hast, wo du das erste Mal gegen den gekämpft hast, wo du ihn auch nie geschafft hast, aber da hast du schon mal so 100, 150 Schaden gemacht. Ich rede jetzt erstmal mit Siegmeier, dass denen seine Quest mal in Gang kommt. Das ist auch cool. Das hat man fast gar nicht gemerkt. I am Siegmeier of Katarina.
quite honestly, I've run flat up against a wall. Nein, das ist ein Tor. I should say. The thing just won't budge. Sei doch. No matter how long I wait. Oh, man schluckt's. Aber Kinder könnte man da durchschicken, da unten. So, here I sit. Also euren Sohnemann könnt ihr euch da, könnt ihr da durchschlagen. Ja klar, klar. Rein in die Arme von den Wesen, die dahinter sind. Nett, du bist echt freundlich. Hast du noch was zu sagen? Ich meine, du kannst, brauchst keine Alimente mehr und außerdem kannst du Kindergeld verdienen. Alter. Du musst dich rausgeben. Na, sagt er noch irgendwas anderes? Immer noch. Nee. Dann könntet ihr euren Sohn verheiraten lassen, verehelichen lassen und die Witwenrente von der Frau einfach mal einkassieren. Aber bist, du sicher, bist du sicher, dass du eine Mixery trinkst? Gut. Ich bin ein kluger Mensch. Ich habe die Geschäftsidee meines Lebens. Es ist genauso, ich werde dein Kind Leuk nennen, den der Haare kurz scheren und sagen, er hätte Leukämie und das Krankengeld einkassieren. Ich überlege gerade, wie komme ich am besten zum Turm von Havel. Da muss ich wieder vorne rumlaufen. Weil ich will nicht durch ein Fenster. Will ich durch den Finsterwurzgarten zum Dings? Das ist eigentlich der schnellste Weg gerade. Ah, zum, nee, zum, zu Havel. Nee, ich will nicht, nee. Ich will eigentlich, zur Hydra langsam. Dann würde ich tatsächlich das Leuchtfeuer nehmen, wo die Leiter ist, wo du zum Drachen kommst. Nee, im Finsterwurzgarten ist da auch nochmal ein Leuchtfeuer. Wuten. Pass mal auf. Du hast ja echt, manchmal denke ich, du hast echt keine Ahnung. Hast recht. Da wo der schwarze Ritter rauskommt aus dem Finsterwurzgarten, da ist auch ein Leuchtfeuer. Da hast du auch gerastet, das weiß ich. Wo geht's denn dahin da unten? Und das ist definitiv der nächste Weg zur Hydra. Das ist nämlich hier schon. Aber denk an diese Golems da. Ich weiß. Vor denen habe ich auch ein bisschen Bammel, muss ich sagen. Also die hole ich mir definitiv einzeln. Aber so richtig weiß ich auch noch nicht, wie ich denen beikommen soll. Muss ich gestehen. Also erstmal hier runter zum Leuchtfeuer. Ach. Den kriege ich nicht, den Lizard. Falsche Waffe dazu ausgerüstet auch noch. Mann. Ah, okay. Hast du einen Schaden gemacht? Schaden habe ich ihn gemacht, ja. Oh, Mist. Aber er ist weg. Verdammt. Naja. Genau, zum Leuchtfeuer, dann kannst du es auch probieren. Hm. Das ist so weit weg. Versuche ich mit dem Astora-Schwert. Nee, ich muss mich doch auslocken. Achso. Sonst geht das nicht. Achso. Aber jetzt, ich erinnere mich, ich könnte jetzt eigentlich bei mir schon langsam das DLC starten lassen. Wenn ich schon Vorbereitungen treffen. Ja, könntest du tatsächlich. Weil ich kann ja jetzt das hier runter. Ich finde gerade, wie ich runter nicht, bin ich bescheuert. Muss runtergehen und dann rechts rum in die Höhle. Oder links rum oder wie auch immer. Hier geht's doch irgendwo runter, hier muss doch irgendwo einen Weg runter noch gehen. Hä? Du läufst doch gerade runter. Nein, jetzt bin ich schon im kompletten Tal. Oder? Was? Nee, passt schon. Ey, ich hab aber total verwirrt. Ich würde sagen. Und hier drunter ist hier. Wie geht's noch rechts runter, dann müssen die Höhle. Der Ritter ist ja zum Glück schon weg. Hier wäre der Ritter jetzt gekommen. Ah. Ach, hier geht's noch weiter runter. Jo, jetzt ist die Orientierung wieder so ein bisschen da. Sicher? Nur die Höhle finde ich nicht. Die ist weiter unten rechts, dachte ich. Hier unten irgendwo. Ich kann, wie gesagt, nicht so viel sehen. Eieieiei. Aber ich glaube, die Hydra sehen wir heute nie mehr. Oh, das geht zu Ende, ne? Ja. Ah, ich hab's. Ah, ja, was ist doch links rum? Okay, es sind nur 25. Wo geht's denn dann eigentlich dahin? Es sind nur was?
geht's denn dann eigentlich hier weiter? Da geht's zu den, zu Neulondo, die Rückseite von dem Knochendrachen und den, und diesen komischen Elektrodrachen da, diesen kleinen blauen. Wo du dein Schwert her hast. Ja. Aber ich würde trotzdem sagen, hier machen wir mal Partende, weil das lohnt nicht mehr, die Hydra anzugehen. Das Einzige, was ich noch machen könnte bei der Hydra, ist die Ausrüstung ein bisschen verändern. Ich glaube, im Drachenschwert mache ich ein bisschen mehr beim Buhle, bei den Kristalldämonen-Golems-Gedönse da. Ich finde die Schneider auch interessant. Kann ich noch nicht vernünftig führen. Also, die ich kann sie schon führen, einhändig auch, das geht. Aber das haut vom Setting, vom Waffensetting noch nicht so richtig hin. Das ist eigentlich bei der Hydra überhaupt nicht gut. Bei der Hydra ist so ein Überkopfschlag besser. Und außerdem mag ich es nicht, einen Zauberstab auf der ersten Stelle zu haben. Schade, dass du die helle Barde nicht nehmen kannst. Ich zeig dir mal jetzt, was die helle Barde braucht. Guck mal, das Schwert des Drachentöters, da brauche ich noch 32,18. Ich bin auf 26,17. Und ich glaube, die helle Barde hat etwa gleiche Werte. Wo habe ich sie denn? Oder habe ich sie gar nicht dabei? Ich habe sie gar nicht dabei. Ich habe sie schon in die Kiste gepackt. Wenn denn, ja, hier beim Leuchtfeuer. Auf Drachentöter vielleicht gehen. Mal gucken. Weil das skaliert ja auch mit B auf Stärke. Das ist ja gar nicht so schlecht. Die Schneide, ja, die ist ganz nett. Aber nett ist die kleine Schwester von Scheiße. Also das Astora-Schwert wäre eigentlich wirklich das Vernünftigste. Ich weiß bloß nicht, wie die Hydra drauf reagiert. Und hier kommt der Bohrenrin. Bogen, sag ich, der Zauberstab rein. Beschleuniger. Banzenbeschleuniger. Jawohl. Wie bin ich jetzt vom Gewicht her? Bin ich noch drunter? Oh ja. Sehr schön. Und trotzdem sage ich dann an dieser Stelle Partende. Bis zum nächsten Mal, Leute. Ich freue mich aufs nächste Mal. Tschüss.